hier trennen sich unsere Wege. Ja. Der Treffpunkt. Ich sollte möglichst alles erledigen, bevor ich die anderen zum Angriff auf die Zenith-Basis rufe. Okay, Leute. Ich bin am Treffpunkt. Es wird Zeit, Peter und Gaia zu retten. Verstanden, Aloy. Wir sind unterwegs. Aloy. Wo sind die anderen? Nicht weit zurück. Eierkopf wollte partout nicht mit den anderen reisen. Sind alle da? Dann legen wir los. Ein Tunnel. Ein alter Fluchtweg aus den Ruinen auf der Insel. Als mir klar wurde, dass man damit über das Wasser kommt, ich dachte, man kann so unentdeckt kommen und gehen, also hielt ich ihn vor den anderen geheim. Wollen wir? Ich wünschte, es gäbe einen geruchloseren Weg in die Basis hinein. Stimmt. Da ist der Startturm. Die Ebene bietet nur wenig Deckung, also ist der beste Weg der hier. Er wird von Phantomen bewacht. Und in den Hangars dort sind noch viel mehr. Alles klar. Alva, Cotallo, legt los. Was haben Sie vor? Etwas Wichtiges. Erend, komm mit mir. Leute, sucht eine hochgelegene Stellung für Feuerschutz. Taktisch klug, schätze ich. Was hat sie vor? In der Nähe ist ein Sensorknoten. Wenn ich mich reinhacke, sollte ich das Netzwerk lahmlegen können, damit ihr unentdeckt bleibt. Aber nicht lange. Dann sollten wir weitermachen. Eine Sache noch. Öffne den Kanal zu Beta, nur Audio. Aloy! Wir sind hier und kommen dich holen. Du weißt, was zu tun ist? Solange ihr euren Teil einhaltet. Werden wir. Bis bald. Pass auf. Los geht's. Kommt so schnell wie möglich zum Startturm. Ich versuche, unser Eindringen zu verschleiern. Vorsicht, Aloy! Phantome voraus! Vorsicht! Folge mir! Mach ich doch.
Jetzt wird gekämpft! Auf die Schwachstelle! Aloy, für dich! Plasma! Schieß mit Plasma! Ich glaube, da oben ist eine Höhle, durch die wir durch den Berg kommen. Klettern wir da hoch. Aber du hast recht. Hast gefunden? Ja. Alteisen! Aloy, Alva und ich nähern uns dem Regulator. Meld dich zwischendurch. Es ist unheimlich hier. Keine Angst, ich beschütze dich. Ich hätte einen Platz. Es muss wohl irgendwie anders rüber. Viele tote Maschinen auf der Insel. Wir haben viele erlebt, als wir hier landeten. Nicht gemacht. Ihre Bauteile könnten wir jetzt nutzen. Oder kämpfen. Deine Wahl. Da! Aloy wird angegriffen! Jetzt die Deckung! Feuer! Ein bisschen. Dem Unkraut. Wir sind durch. Das liegt hier, falls du es willst. Gut! Du bist erledigt. Den übernehmen wir, Aloy. Geh weiter! Es hat gerutscht!
Komm schon! Über den Sturmvogelkadaver kommen wir darüber. Ich hasse Sturmfilme. Aber tot ist dieser hier ganz praktisch. Weißt du noch, damals, als unsere einzige Sorge war, dass Meridian vielleicht zerstört wird? Also, statt der ganzen Welt wie jetzt. Ja. Schöne Zeiten. Ich greif an, wenn du es tust. Also dann, Aloy, kannst du das Ding mit Säure treffen? Aloy, das brauchst du! Wow, wie das Ding sich auflöst. Das waren alle. Hier zumindest. Also weiter. Was hast du? Nur ein paar Teile. Den Fels hoch. Wir müssen um diese Ecke herumklettern. Ich versuche nicht zu jammern. Ich kann euren Weg sehen. Weitergehen. So schnell wir können. Alles okay? Als hätten die anderen alles im Griff. Ha, du schießt wie ein Mutago, Aloy! Es ist kein Bier, aber okay. Du bist als nächstes dran. Mehr als wir auf einen Schlag brauchen, das steht fest. Thank you.
schon, den Felsen hoch. Nimm Säure! Löst das Ding auf! Aloy, Alba und ich sind in Position. Dann los. Jag den Regulator hoch. Moment, ich muss die Ladungen anzünden. Alva und Kotalo haben es geschafft. Jetzt ist Beta dran. Aloy, ich glaube, das gibt Ärger. Wie auch immer du diese Phantome aufhalten willst, mach es lieber jetzt. Ich mache gar nichts. Beta macht das. Sie braucht nur etwas Zeit. Zeit haben wir nicht. Komm schon, Beta, komm, komm, komm schon. Was ist das? Unsere Armee! Ja, du hast ihre Aufmerksamkeit! Sehr clever. Beta hat Hephaestus in die Druckermatrix der Basis injiziert. Was schneller und mächtiger ist als jede Brutstätte. Und jetzt hat er so viele Maschinen raus, wie er will. Komm schon, gehen wir zum Startturm, bevor das hier ein Kriegsgebiet wird. Dein Manöver, so klug wie es war, bedeutet, dass Hephaestus ausbrechen konnte. Er wird zweifellos ins Brutstätten-Netzwerk fliehen. Wir haben ihn einmal gekriegt, das schaffen wir wieder. Oder wir finden einen Weg, seine Funktionalität zu replizieren. Mit der Apollo-Datenbank. Der Felsen dort könnte uns als Brücke nach oben dienen. Okay. Nicht alle Phantome kämpfen wohl gegen unsere Maschinen. Nein, denn das wäre nur schön einfach gewesen. Nimm's dir, wenn du es willst. Lebe lang, töte deine Feinde. Ich könnte Plasma-Munition einsetzen. Ich glaube, sie schaffen das. Ich kann eh nicht so weitermachen.
Ich kann das noch drehen. Das explodiert gleich. Nach oben. Hier lang. Großer Sprung. Nach rechts, glaube ich. Und jetzt nach links. Durch den Hangar da vorne gelangt ihr zum Startturm. Ich komme jetzt zu euch rüber. Der Hangar ist in schlechtem Zustand, aber ich sehe den Eingang. Schnell, Aloy! Noch eine. Oh, das hat gesessen. Es ist kein Bier. Leute, also los. Hier wird sicher bald alles zusammenbrechen. Ein Grund mehr, sich zu beeilen. Sagt der Kerl, der nichts zu sagen hat.